Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin morgen und Jakob von den Frakta und ich bin mal wieder in World of Warplanes. Und mich schockt eigentlich gerade eben, wie wenig Spiele da sind. Also es ist nicht falsch verstehen, es ist Freitagabend. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das ist ein bisschen mehr als 50, 60, 70. Jetzt gerade eben zuletzt waren es knapp 80, aber auch nur in einer Handvoll Tierstufen verteilt. Es sind wirklich wenig Spiele da. Naja, werden nachher wahrscheinlich noch mehr werden. Aber weiß man nicht. Ja, naja gut, muss man ehrlich zugeben, bei den Panzern wirkt sich zwar nicht so stark aus, aber bei den Flugzeugen kann ich mir gut vorstellen, dass War Thunder da schon ziemlich Konkurrenzdruck ausübt auf World of Warplanes. Ich finde, beide Spiele haben ihre Berechtigung. World of Warplanes ist halt arcade-mäßiger, dadurch, dass man halt ein Flugzeug pro Gefecht hat und das Gefecht geht halt maximal 15 Minuten. Hat halt einen Vorteil, es geht relativ zügig. Vorteil von War Thunder ist halt, dass die Gefechte eben länger gehen. Die Karten sind, glaube ich, größer. Würde ich jetzt einfach mal aus dem Stegreif behaupten. Man kann halt... Was ist das denn, bitteschön? Achso, das ist die Maus gewesen. Ja, ich habe noch mir eine Spielemaus gekauft und die spinnt. Jetzt mir aber wegen den paar Euro da jetzt den Stress anzutun und die zurückzuschicken, aber das auch keine Ahnung. So, was fliege ich eigentlich gerade? Also War Thunder, wollte ich mal sagen, hat halt mehr Flugzeuge zur Auswahl, auch schwere Bomber und weiß der Geier was alles. Ja, naja, wir werden sehen, ja, wohin es führt. Ich fliege jetzt erstmal meine neue Maschine. Ich habe mir die Messerschmitt 110B gekauft. Die Besatzung taugt noch nichts. Das Flugzeug ist noch nicht verbessert, noch nicht ausgebaut, noch nichts. Direkt gekauft, so wie sie ist, ja. Warum reagiert mein Ruder nicht? Alter, was hat mich denn da erwischt? Sag mal, den wurde ich echt nicht los, den Zwerg. Jo, doll war es nicht, aber gewonnen. So, gleich nächstes Gefecht. So, und dann sind wir auch im nächsten Gefecht. Ja gut, man mag das natürlich sofort, wenn die Besatzung noch 50% hat. Das Flugzeug ist noch genauso, wie man es gekauft hat. Also noch keinerlei Technologie erforscht, verbessert irgendwas, zusätzliche Verbesserungen eingebaut. Ich merke das immer ganz drastisch, wenn ich mit dem Vorgänger, mit der Focke-Wulf 57 fliege, die ich halt echt toll gelevelt habe, eine tolle Besatzung drin habe. Das Flugzeug ist voll ausgebaut, was geht, ist drin. Wenn ich damit fliege, da komme ich mir immer vor wie so ein imperiale Schlachtkreuzer. Und, ja, man muss halt die Flugzeuge auch erstmal ein bisschen quasi einfliegen. Ich habe das... Der Nachteil von einem neuen Rechner... Man ist immer so unheimlich früh im Gefecht und muss dann irgendwie abwarten. Wobei mich wundert eigentlich die Abschussdinger da hinten dran an den, am Leitwerk. Ich habe mit der BF noch nichts groß gemacht. Oder vielleicht noch wegen der Beta? Nee, das ist doch Quatsch. Gab ja Wipeout am Ende von der Beta und damit war alles weg. Weil in der Beta hatte ich natürlich die 110er Reihe komplett in der Garage stehen, im Hangar und flog die auch sehr, sehr gerne. Ich mag generell die deutschen Zerstörer im Spiel. Feindkontakt! Na, die würden wir erstmal ein bisschen höher. Gucken mal ein bisschen, was da unten so abgeht, wohin sich der Feind orientiert. Also, okay. Ja, wenn das so ist, dann stürzen wir uns mal auf den da. Ach scheiße, Neolichin 16, die sind so scheiße flink, die kleinen Dinger. Ziel getroffen! Sturzwinkel zu groß! Vorsicht, Flugabwehrfeuer!
keine, ich kann keine Ilyushin 16 auskurbeln, das ist mir auch klar, auskurven. Aber ich kann sie bespaßen, bis einer vom Team kommt und so halt runterholt. Oder er fliegt mir doch ins Visier. Also man merkt echt die Besatzung und dass das Flugzeug wieder die besseren Motoren sowas drin hat. Das bewegt sich wie eine schwangere Seekuh. Ach Gott, noch eine Ilyushin 16. Ja, ja, Ziel getroffen am Arsch. Ich habe ja noch gar keinen richtigen Heckschützen mehr. Alter, Alter, Alter. Boah, war das knapp. Ich verkrümmel mich mal hier. Das ist mir zu viel zu Yoga. Och ja, der ist mir auch da rein. Nee, nee, nee. Ins Plugfeuer vom Gegner stürzt ich mich nicht. Da ist doch was. Ah, ne, 110er. Ja, und der ist schon länger dabei. Das Flugzeug ist gut ausgebaut. Jo, den habe ich. Erster Gegner zerstört. Boah, das Flak, den geht mir auf den Keks. Sturzwinkel zu groß. Da hinten ist ein Gegner. Dann holen wir uns den jetzt mal. Was ist das denn? Ah, ein russisches Schlachtflugzeug. Die sind stark bewaffnet, halten viel aus, sind aber lahm. Wobei ihnen das im Kurvenkampf, man sagt, so manchmal auch ganz gut. Was ist denn jetzt? Ich hab Flak von unten. Gib mir mal Keks. Gut. Der Sieg ist unser. Ach, das war's. Okay. Ja, das war jetzt wieder klar. Das ist so, wie FM Adder das immer sagt, beim ersten Gefecht, das verkackt man total, aber das gewinnt man und hat deshalb überhaupt nichts mit diesen doppelten oder dreifachen sogar im Moment Erfahrungspunkten. Und das nächste, zack, gewinnt man. Naja, gut, dann ins nächste Gefecht. So, und dann sind wir jetzt beim dritten Gefecht und danach werde ich ja meinen Computer erstmal runterfahren und irgendwann heute Nacht weitermachen. Noch ist es scheint, naja, die Sonne scheint nicht, aber es ist noch hell genug und dann will ich noch ein bisschen laufen gehen. Hab mich nicht angemeldet für den nächsten, für so einen kleinen Halbmarathon, einfach zum warm werden. Muss mich mal wieder ein bisschen reinarbeiten. Ich bin Kondition gelitten, so im letzten Dreivierteljahr. Der Winter war irgendwie zwar nicht kalt, aber irgendwie so nicht. Man merkt einfach, mit zunehmendem Alter kommen zu den üblichen Geburtstagen und weihnachtlichen Aktivitäten noch zahlreiche weitere Geburtstage feiern und sowas dazu und plötzlich, mein Eindruck, man verbringt den ganzen Winter nur noch an der Festtafel. Hol sie dir. Oh, die Map kenne ich noch gar nicht, die ist neu. Die ist schön groß und die ist scheinbar an der Mosel, keine Ahnung, am Rhein. Nö, der Rhein hat so schlingende Kufen, sieht eher nach Mosel aus. Da meandriert der Fluss, ja, so nennt sich das. Und zwar nach Meander, nach einem, ich glaube, Fluss in Kleinasien ist das benannt. Ah, tatsächlich. Hübsche Karte. Oh, was ist das denn? Besser passiert. Ziel getroffen. Sturzwinkel zu groß. Ja, ja. Flugabwehrfeuer. Flugzeug weiß. Sag mal, was war das denn jetzt schon wieder? Wo sind denn meine Jäger? Warum bin ich denn hier allein gewesen?
Naja gut, der Heinkel war noch bei mir, aber ansonsten knuddeln die irgendwo im Süden rum. Ah ja, ich sehe schon, was das Problem ist. Alles gut. Naja. Okay. Wie das Gefecht ausgeht, brauchen wir nicht weiter abzuwarten. Das ist sehr offensichtlich. Dann würde ich sagen... Oh. Aber schöne neue Modelle haben sie drin. Was meinen Sie, Bristol 133? Ich weiß gar nicht, ob die neu ist. Ich habe sie zumindest so vorher nicht gesehen. Eigentlich fliege ich außer den Deutschen fast nur die, die ich halt geschenkt bekomme. Ich finde die deutschen Flugzeuge halt einfach am schönsten. Ich weiß, dass dieser Ami hier, die F2A und ihre Nachfolgemodelle im Pazifik-Schauplatz recht wichtig war, aber ich finde sie trotzdem hässlich. Sieht halt aus wie ein fettes Bierfass mit irgendwie kurzen Flügeln dran. Naja, naja. Dann sehen wir uns bald wieder im nächsten Video. Bis dahin, ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.